Vielen Dank inzwischen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen aus dem Klimaschutzministerium. Ich möchte Ihnen gern einen kurzen Überblick geben zum Thema Klimawandelanpassung. Ich habe mir erlaubt, das Thema ein bisschen anders zu gestalten noch, weil ich nicht nur die Anpassungsstrategie vorstellen werde, sondern auch eingehen auf überhaupt Aktivitäten auf Bundesseite oder Bundesseite initiiert, gemeinsam mit Ländern und weiteren Akteuren, Akteurinnen. Und schließe eigentlich recht punktgenau am Vortrag von Dr. Haslinger an, in dem ich auch Bezug nehme auf das Jahr 2019 und den Klimastatusbericht. Da haben wir ja schon gehört, dass das Jahr das drittwärmste war seit Messbeginn. Und es war vor allem durch lang anhaltende, gleichbleibende Wetterlagen geprägt, mit nachfolgenden Wettersituationen, die sich extrem herausgestellt haben und schweren Niederschlagsereignissen. Und auch die ZAMK hat in einer neuen Studie, wo vorläufige Ergebnisse nun vorliegen, festgestellt, dass die Zunahme des Unwetterrisikos und sowie der Einfluss des Niederschlags im Frühling auf die Gewittersaison sich jetzt schon abzeichnen. Und recht ähnlich lautet auch eine Studie, die derzeit noch unveröffentlicht ist, die aber schon in Teilen in einem Paper dargestellt wurde von der Munich Re, also der Münchner Rückversicherung, die gemeinsam mit dem European Severe Storms Laboratory erstellt wurde, wonach schwere Hagelunwetter in Europa langfristig deutlich zunehmen, wenn der Klimawandel nicht konsequent eingedämmt wird. Also das ist die Situation. Es sind natürlich ganz viele Parameter, die anzeigen, dass der Klimawandel im Gang ist. Denn die Basisdaten, meteorologischen Daten natürlich mit Temperatur und Niederschlag, aber allen weiteren Auswirkungen in sämtlichen Bereichen des Lebens. Eigentlich Österreich ist fast in allen Lebensbereichen unmittelbar vom Klimawandel betroffen und dementsprechend ist der Handlungsbedarf auch ganz enorm. Vor wenigen Tagen wurde auch eine Studie in Fortsetzung der vielleicht Ihnen bekannten Studie COIN vorgestellt. Frau Minister hat das getan gemeinsam mit dem Klimafonds und zwar ging es darum, jetzt zu präzisieren, was uns der Klimawandel kosten würde in Österreich, wenn Nichthandeln im Vordergrund steht, also wenn praktisch die Situation sich mehr oder minder nach einem Business-as-usual-Szenario weiterentwickelt. Und da haben wir jetzt schon härtere und vor allem auch höhere Zahlen als in der ersten Studie COIN, nämlich man redet bereits von jährlich 15 Milliarden Euro, die Österreich entgehen, Tendenz steigend. Und hier sind genannt worden Wertschöpfungsverluste, aber auch Schäden, umweltschädliche Förderung und natürlich der Bereich, der jetzt schon aufgewendet werden muss, um Klimawandelanpassung voranzutreiben. Was bedeutet das, dass wir auf jeden Fall aktiver werden müssen, schon als wir es jetzt bisher schon tun und gegensteuern? Wir müssen einfach Vorkehrungen treffen, dass die Umwelt in Zukunft mit den veränderten Bedingungen besser umgehen kann, dass wir als Gesellschaft das Weltensystem, wenn man so will, auch besser umgehen kann mit dem, was die neuen Herausforderungen bringen. Ich habe da jetzt auf Österreich bezogen ein paar Bilder herausgegriffen, also eine Good Practice Broschüre, auf die ich dann später nochmal kurz eingehe, eine Arbeit, die gemeinsam mit den Ländern und dem UBA erstellt wurde. Sie kennen wahrscheinlich eh schon einige Bilder daraus oder vielleicht Kollegen aus den Regionen, die hier als Good Practice angeführt sind. Und ich möchte überhaupt erwähnen, dass Anpassung sehr erfolgreich verläuft auf der regionalen Ebene. Denn die Gemeinden, die haben wirklich eine Reihe von Kernkompetenzen, wo sie konkret auch und spezifisch auf ihre Vulnerabilitäten eingehen können und da etwas im Steuer herumzureißen quasi. Also viele Handlungsempfehlungen in unserer Anpassungsstrategie wenden sich daher auch dezidiert und mit großer Aufmerksamkeit in Gemeinden. Da habe ich einmal zwei Bilder mitgebracht, die das veranschaulichen, was man zum Beispiel tun kann. Einmal ein versicherungsfähiger Parkplatz sozusagen in Dorfstädten in Niederösterreich oder auch eine Baumpflanzaktion, von der wir dann später noch einiges hören werden im Köllerberg. Noch einmal kurz zur Politik zurück, zur eigentlichen, zur internationalen Umweltklimavertrag, den Sie ja alle kennen.
der Pariser Konferenz 2015 einmal grundsätzlich verabschiedet. Da steht die Klimawandelanpassung nun als gleichwertige Säule neben dem Klimaschutz. Das heißt, wir haben spätestens ab diesem Zeitpunkt zwei Säulen, auf die wir uns in der Klimapolitik stützen müssen. Und zwar einerseits die Ursachenbekämpfung, die Reduktion der Treibhausgasemissionen und auf der anderen Seite die Anpassung an die nicht mehr vermeidbaren Folgen. Das ist auch quasi so wie ein Medikament, wenn man sich das veranschaulicht, dass man jetzt zusätzlich einnehmen muss oder auch Präventionsmaßnahmen. Was sind nun die Charakteristika von Anpassung? In unserem Verständnis, so wie wir es in der Anpassungsstrategie vertreten, sind Anpassungsaktivitäten sehr breit zu verstehen, nämlich all jene Aktivitäten, die Verwundbarkeiten von Systemen, von Sektoren gegenüber dem Klimawandel verringern und auch die Widerstandskraft erhöhen. Und es gehört auch dazu, das darf man nicht vergessen, jene Aktivitäten, die sich neu ergebende Chancen auch zum Nützen anregen. Also das Nützen sich neu ergebender Chancen ist ein wichtiger Aspekt. Allerdings, wenn wir es betrachten, sozusagen in der Gesamtheit, sind die Chancen ja leider, zumindest in Österreich, viel geringer als die Gefahren, die drohen. Die Anpassungsstrategie bezieht nun in ihre Überlegungen sämtliche Sektoren ein, die betroffen sind, und versucht nun einen Ausgleich auch herzustellen und sektorübergreifend zu denken. Und was mir auch wichtig scheint in Bezug auf Regionen und Gemeinden, ist, dass Anpassung gerade halt ein Bereich ist innerhalb der Klimapolitik, der unmittelbar und direkt auch zu positiven Wirkungen in der Region führt. Im Klimaschutz denken wir global. Natürlich haben wir auch in der Gemeinde dann durch verschiedene Umstände, Wertschöpfungen, durch Arbeitsplätze in der Gemeinde und Secondary Benefits sehr positive Folgen auf der regionalen Ebene. Aber in der Anpassung ist sozusagen dieser positive Effekt, wenn man so will, vielleicht nochmal verstärkt, weil wir hier die Chance haben, regional so vorzugehen, wie es den jeweiligen Verwundbarkeiten der Region auch entspricht. Klimaschutz und Anpassung gehen also Hand in Hand, sind beide eigentlich nur miteinander denkbar und dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wir brauchen beide Säulen in der Zukunft. Ich will vielleicht noch einmal erklären, was so der Unterschied ist im Charakter der Anpassung gegenüber dem Klimaschutz, weil da immer wieder, haben wir erlebt, so eine gewisse Verwirrung entsteht oder Verwechslung. Anpassung ist komplementär, also ergänzend zum Klimaschutz zu denken und setzt einfach an einer anderen Stelle im Gesamtgefüge an. Geht eben davon aus, wie wir auch schon vorher gehört haben beim Vortrag von Dr. Haslinger, dass auch bei einer deutlichen Reduktion der Treibhausgasemissionen der Klimawandel einfach weiter vorangeht durch die Trägheit des Klimasystems. Wir können ihn zwar bremsen, hoffen wir, wenn wir aktiv werden, aber über eine gewisse Zeit zumindest wird der Klimawandel voranschreiten. Und in dieser Zeit steigen die Herausforderungen der Anpassung noch einmal enorm. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss, je mehr wir in den Klimaschutz investieren, umso weniger müssen wir vor allem in späteren Jahren dann in die Anpassung investieren. Aber auch umgekehrt, wenn wir im Klimaschutz zu wenig machen, dann werden die Kosten und die Aktivitäten in der Anpassung in den kommenden Jahren sehr anschwellen. Und man muss auch sagen, Anpassung stößt dann auch an seine Grenzen. Also es ist nicht einfach alles anpassbar, alles möglich, was wir glauben. Ein paar Bilder nur zur quasi Einstimmung, wie vielfältig Anpassung ist. Es ist vielleicht noch komplexer als die Materie des Klimaschutzes. Es betrifft ganz viele Bereiche, Aktivitätsbereiche. Auf der einen Seite geht es darum, zum Beispiel Flüsse zu gestalten, um den Flüssen mehr Raum zu geben. Es geht darum, Fassaden zu begrünen, um sommerliche Hitze erträglicher zu machen, um Katastrophenvorsorge. Um Bereiche der Landwirtschaft oder auch in der Forstwirtschaft sich auf neue Gegebenheiten einzustellen. Also es ist ein sehr, sehr breites Feld, auf dem wir eigentlich in allen Bereichen aktiv werden oder sein müssen. Die Basis, die strategische Basis unseres Wirkens in Österreich ist die österreichische Strategie zur Anpassung. Da haben wir Gott sei Dank ein Dokument in Händen, das in einem breiten Prozess der Beteiligung erstellt wurde über Jahre hinweg.
und das auch wirklich vom Bund und von Ländern gemeinsam getragen ist. Seit dem Jahr 2016, wo es überarbeitet wurde, liegt jetzt auch in einem neuen Design vor und ist wieder in dieser neuen Fassung und dem neuen Inhalt erweitert von der Regierung, der Bundesregierung und der Landeshauptstädtekonferenz bestätigt worden. Ganz zentral in der Anpassung und eigentlich eine grundlegende Aufgabe, warum es überhaupt eine Anpassungsstrategie geben muss, ist, dass wir nicht nur eindimensional und auf einen Sektor schauen in unseren Handlungen, sondern versuchen immer wieder über diese eigenen Systemgrenzen hinweg zu betrachten, was unser Tun in anderen Bereichen bewirkt. Und Anpassung an den Klimawandel soll daher den grundlegenden Kriterien der nachhaltigen Entwicklung entsprechen. Das heißt, wir dürfen nicht durch nur Betrachten von kurzfristigen Erfolgen oder Erfolgen, die sich nur auf einem Sektor realisieren und gleichzeitig mit negativen Effekten behaftet sind, in anderen Bereichen dann aktiv werden, sondern das Ganze soll eigentlich von einer Grundsicht ausgehen, die viele Bereiche mit einschließt. Und wir haben das auch in der Anpassungsstrategie durch eine sehr aufwendige Querschnittsanalyse versucht umzusetzen. Wichtig auch, damit Erfolg letzten Endes dann sichergestellt ist, ist eine Darstellung des Fortschritts. Immer wieder zu überprüfen in der Aktivität, wie gut kommen wir voran, wie gut werden die Handlungsempfehlungen der Strategie auch tatsächlich umgesetzt und wo müssen wir noch nachschärfen. Das ist gar nicht so leicht, sich da eine Methodik dafür zu entwickeln, die uns da ein bisschen ein Werkzeug in der Hand gibt und die Möglichkeit, etwas einzuschätzen und Trends abzuleiten. Wir haben das auch in einem großen Prozess gemacht, das erste Mal 2014, jetzt erneut vor 2 Jahren in etwa, und haben eine Methodik entwickelt in einem großen Konsens mit Betroffenen, mit Akteuren, mit Bund und Ländern, die sich auf eine zweiteilige Vorgehensweise stützt. Das heißt, wir haben einerseits eine detaillierte Befragung im Rahmen von Workshops von Akteuren der Umsetzung. Auf der anderen Seite haben wir Indikatoren, also sogenannte Schlüsselkriterien, die etwas aussagen können über Klimawandel Fitness in einzelnen Sektoren. Und aus der Zusammenschau von diesen beiden Elementen können wir dann hoffentlich, aber wir bemühen uns darum, einen gewissen Trend in der Anpassung ableiten, der uns dann quasi neue Ideen in die Hand gibt, wie man weiter voranschreiten soll. Ein sogenannter erster Vorläufer quasi, oder sagen wir ein erster Versuch, wie man damit umgeht, ein Pionierprojekt wirklich auch europaweit irgendwie, war der erste Fortschrittsbericht im Jahr 2015, der uns so ein bisschen schon darlegen konnte, wie sind wir unterwegs im Bereich der Anpassung. Und jetzt steht sozusagen vor der Haustür, dass der nächste Bericht Ende 2020 vorliegen sollte. Wir sind jetzt schon sehr intensiv im Arbeiten und im Zusammenwirken mit den Akteuren, damit wir nun einen weiten, darauf aufbauenden Fortschrittsbericht bis Ende des Jahres möglichst vorliegen haben. Noch einen kurzen Überblick über ein paar Aktivitäten, die vielleicht für Sie noch interessant sein können. Einige kennen wahrscheinlich schon den Naturgefahren-Check Klimawandel. Das ist ein Check, der entwickelt wurde aus einer Arbeitsgruppe heraus, Bund Ländern, mit fachlicher Unterstützung von Umweltbundesamt und Büros Kohlaut Naturgefahren. Das ist ein sehr eigentlich erfolgversprechender und wirklich mit Interesse aufgenommener Check, der den Gemeinden die Möglichkeit gibt, anhand eines moderierten Self-Assessments, sagen wir, also ein Zusammenwirken mit Checkern, die zu Besuch in die Gemeinde kommen, wo sich dann alle Verantwortlichen der Gemeinde quasi an einem Tisch versammeln, Akteure, Vereine, die irgendwie in einem Zusammenhang stehen mit Naturgefahren und die dann gemeinsam durchgehen anhand eines Fragekatalogs, moderiert eben das Ganze, um die Frage zu beantworten, wie gut sind sie in den jeweiligen Gefahrenbereichen ihrer Gemeinde schon aufgestellt. Und was muss noch getan werden, um jenes oder spezifisches Problem noch besser angehen zu können, das sich in Zukunft vielleicht stellen oder sogar jetzt schon stellt. Und das ist dann auch mit recht hübschen Bildern, eindrucksvollen Bildern, dass die Gemeinden dann zuletzt in die Hand bekommen, irgendwie eine Bestärkung, dass sie diesen Weg weiter bestreiten.
Wenn Sie dazu mehr wissen wollen, können Sie sich auch zum Bundesamt wenden. Die waren da sehr aktiv dabei und sind auch jetzt dabei. Es wird in Zukunft in Kürze eigentlich dann eine Plattform geben online, wo man sich darüber noch näher informieren kann und auch für seine Region, für seine Gemeinde sich für seinen Check dann entscheiden kann. Aber wie gesagt, dann Details über diese Plattform, die es dann in Kürze online geben wird. Ganz wichtig für uns natürlich auf dem Weg in die breite Umsetzung der Anpassung, dass wir nicht nur Strategien und Dokumente schreiben, sondern dass wir auch wirklich in die wirklich basale Umsetzung gehen, ist für uns das KLAR-Programm, ein Motor der Anpassungspolitik, würde ich sagen. Und wir hoffen auch, aber wir sehen das jetzt auch in der Politik bestätigt, dass wir da weiterhin Unterstützung bekommen, damit wir dieses Programm ausbauen können. Und da werden wir ja dann vom Klimafonds noch genaueres heute dazu hören. Wir haben vom Klimaministerium, Klimaschutzministerium und Umweltressort überhaupt schon seit längerer Zeit auch immer wieder Probleme behandelt. Wie gehen wir mit Klimawandelskeptikern um? Oder wie können wir das Thema Klimaschutz, Klimawandel überhaupt thematisieren und Personen ansprechen? Da haben wir ein gemeinsames Projekt jetzt schon seit einigen Jahren laufen mit dem Klimabündnis Österreich. Das ist übrigens sehr gut, kommt sehr gut an. Da können Sie auch, wenn Sie wollen, auf die Homepage gehen unter www.klimaartikulieren.at und dann dort Materialien abrufen. Gibt auch ein kleines Video, das man den Gemeinden zeigen kann, um den Gedanken Klimawandel und wie kann ich dem begegnen, weiter positionieren sozusagen. Jüngst sind da auch Klimatipps erschienen, sowohl Klimaschutz als auch Anpassung betreffend, auf der Homepage abrufbar, aber auch, glaube ich, kann zugeschickt werden über Anfrage. Dann haben wir auch sehr gut abgefragte Broschüren gemeinsam mit dem Umweltbundesamt entwickelt, Argumentationshilfen, warum muss man gegen den Klimawandel aktiv werden, warum müssen wir uns anpassen und was sind die Irrtümer, die immer wieder so in gewissen Gremien vertreten werden. Und da gibt es einige Exemplare in unserem Haus, die wir noch verschicken können, ansonsten auch downloadbar über unsere Homepage im Ministerium. Und zuletzt, wie schon erwähnt, die Broschüre unserer Gemeinde im Klimawandel, das ist eine Good Practice Broschüre, gezielt zum Bereich Anpassung mit Handlungsanleitungen, wie man in Gemeinden vorgehen kann, um Anpassung erfolgreich zu gestalten. Ein Projekt oder das Ergebnis eines Projektes gemeinsam mit den Ländern und dem Umweltbundesamt auch auf unserer Homepage downloadbar. Ja, ich hoffe, dass das einen ersten Überblick gegeben hat, dass das für Sie auch interessant war oder weiter verwertbar. Und ja, ich wünsche noch einen interessanten weiteren Dialog-Workshop.